Das sage ich doch respektlos zum Witz über Joe Biden machen aufgrund von seinem höheren Alter. Das war Kritik nach meinem letzten Video und ich muss sagen, stimmt, ich würde mich an dieser Stelle auch entschuldigen. Ich mache nie mehr Witz über Menschen, die bald sterben können. Ich mache nur noch Witz über Menschen, die noch lange Zukunft vor sich haben, wie zum Beispiel die Queen. Ich glaube, die wird wirklich nie sterben, oder? Abgekanzelt. Einseitig kalte Wortduschen und zweideutig warme Buchstabentücher zu dem, was so läuft. Oder eben nicht. Jetzt klingt doch nicht so wegen dem Homeoffice. Ein bisschen von zu Hause ausschaffen ist doch kein Problem, hat zumindest Wladimir Putin gefunden. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, sein Anwesen 39 Mal grösser als Fürstentum Monaco. Ich denke, dort ist alles wirklich extrem. Goldige Wasserhähne, wo wahrscheinlich Wodka rauskommt. Sogar seine Bediensteten haben wahrscheinlich Bedienstete. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in seinem Bett hat es nicht einfach Teddybären, sondern echte Bären. Was? Ah, das Anwesen soll gar nicht dem Putin gehören. Was? Er streitet ab, dass er ein Anwesen hat, das 39 Mal grösser ist als Monaco. Ja. Haben Putin und ich schon etwas gemeinsam. Nebst dem Hobby, das mir gerne ab und zu noch Leute vergiftet. Und natürlich oben ohne auf Bären umreitet. Auf jeden Fall arbeiten auch viele Organisationen jetzt von die Haie aus, haben wegen dem auch die Namen ein bisschen anpassen. So reden wir jetzt aktuell zum Beispiel von der Die Heilsarmee. World Vision wird in der eigenen Verwendung mehr zu Television. Und natürlich auch Unternehmen sind jetzt zuhause, ganz klar. Lindt macht zum Beispiel kurze Sprünge. Ja, ganze Ernährungskonzerne sind momentan im Nestle. Und Rohstoffkonzern wie zum Beispiel Glencore bleibt aktuell nichts anderes übrig, als die eigenen Kinder auszubieten. Das ist natürlich schade. Die Pandemie wird sicher einiges verändern, zum Beispiel auch die Namen der Kinder. Falls ihr bald ein Kind bekommt, ich hätte sonst noch ein paar Vorschläge. Wenn es gerne Spanisch angehaucht habt, wie wäre es mit Aerosolina? Ein anderer Name, vielleicht sogar in Gedenken als verstorbene grosse Risikogruppe Patricia. Und mein persönlicher Favorite für die, die gerne englische Namen haben, wie wäre es denn mit Contact Tracy? Natürlich habe ich auch Vorschläge, wie euer Bub könnte heissen, ganz aktuell. So neue, urchige Schweizer Namen könnte zum Beispiel der Virus werden. Einer, der so ein bisschen eine ansteckende Lebensfreude hat, wäre der Super Spreadwin. Ganz ein heisser Favorit momentan auch der Aerosolaf. Oder wenn man seinem Buben einen Namen geben will, der an eine Stadt erinnert, wie wäre es denn zum Beispiel mit Wuhans Peter? Der Donald Trump ist nicht mehr Präsident und darum gibt es wahrscheinlich auch schon einen Film über sein Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch schon erste Favoriten gibt für die Hauptrolle. Und zwar eine Orange, ein Maiskolben, eine Puppe oder ein irgendetwas. Vielleicht wird der Trump einfach von einem schwarzen Loch gespielt. Zum Schluss noch gute Nachrichten. Die Olympischen Spiele, die finden sicher statt. Genau gleich wie gedacht, einfach völlig anders. Und zwar ist das Konzept so, dass alle Nationen ihre eigene Virusmutation ins Rennen schicken. Und dann wird endgültig mal geklärt, welches das die schlimmste Mutation ist. Und ich freue mich schon auf die verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel Fledermaus-Weitwurf, Maskeball oder auch Schwimmen im Aerosolebad. In diesem Sinne, habt's gut, bleibt gesund und abonniert RefLab. RefLab.